Seid gegrüßt, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder dabei seid. Oh, danke. Danke. Danke für den Follow. Ja, zu einer weiteren Folge Eurotaxsimulator 2. Ja. Ihr könnt gerne diesen Kanal abonnieren. So wie die Leute, die es jetzt gerade gemacht haben, wo ich dieses Video hier am 4. März aufnehme. So, aber jetzt ist gut. Das kommt sowieso irgendwann mal immer so verzögert. Ja, wir werden heute Ziegelsteine fahren mit dem Gliederzug. Immer noch auf der 1.40 Beta. Und ich dachte mir, sieht doch ganz hübsch aus, ne? Hier, schön Ziegelsteine beladen. Und dann würde ich sagen, mit 540 PS werden wir Ziegelsteine transportieren. Aber bevor wir losfahren, fällt mir. So, Motor an. Lenkrad nach unten und dann werden wir gemütlich losfahren. Oh, ja, ein bisschen aufpassen hier. Ja, kommen wir doch gut rum. Ein bisschen ausholen, dass wir hier auch rumkommen. Ja, ich denke, ich werde dieses Video hier am Dienstag raushauen und das bedeutet morgen wieder Livestream. Lasst euch überraschen, mit was für ein LKW. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht hat ja die Mod-Community da schon bisschen agiert. Jetzt soll er ein bisschen was an Abwechslung bekommen. Oh, sollten wir mal fahren, ne? Ah, lass mich mal raus hier. Mit so einem langen Gerät ist das schon nicht einfach. Ah, damit kennt sich aber der Maximus gut aus. Ach, oh Gott. Ja. Gut, dann lass uns mal hier fahren. Oh, hier, mit so einem Transporter könnte man eigentlich auch mal wieder fahren. Schade, dass es nicht so einen richtigen Mod gibt für irgendwelche Frachten. Das ist manchmal ein bisschen. Bisschen blöd. Oh, hier ist hier ein Bordsteinkante. Ja, doch, kriege ich. Ah, verdammt. Ah. So schön. Ah. Herrlich. Blinker aus. Gut. Wir werden schön gemütlich fahren. Ich hoffe, dass wir hier keine besonderen Umstände hier unterwegs erleben. Oh, bremsen sollten wir mal. Nicht, dass es wieder heißt, Maximus macht nur Unfälle. Nein, nein, nein. Das ist auf jeden Fall heute nicht. Das werden wir heute auf jeden Fall nicht machen. Oh, das war aber. Oh, sieht das nicht schön aus hier? Wenn wir hier so fahren, hinten der Wolkenkratzer im Hintergrund. Oh, schön. Uiuiui. Das ist schon ein echt langer Vehikel, ne? Wird mein Rundumleuchter anmachen, ne? Schon fast, ist das schon fast ein Gigaliner? Oder wie nennt man das? Ja. Ja, sowas in der Art. Insgesamt haben wir 234 Kilometer. Das ist jetzt nicht viel. Aber warte mal, lass mich mal überlegen. Wir wissen ja, dass das Iberia-DLC sich ja sowieso verschoben hat. Deswegen werden wir wahrscheinlich auch am Wochenende. Was ist denn das hier eigentlich? Gab es das schon mal mit offener Tür? Offener Tür gab es natürlich schon. Am Grenzübergang. Aber jetzt so auf der Straße ist mir noch nicht so aufgefallen. Oh ja. Naja, wer weiß. Gucken wir mal. So, wir werden trotzdem erst nur 80 fahren. Das ist eine vollkommen legitime Geschwindigkeit. Und ich muss sagen, jetzt schreibt mal ihr in die Kommentare. So der Aufbau jetzt, wie ich den jetzt hier habe, würdet ihr gerne mal so rumfahren wollen? Ja, ich habe den Anhänger auch mal ein bisschen verändert. Auch mit der Achskombination, nicht so wie im Livestream, wo wir mit denen gefahren sind, mit dem Volvo. Werde ich auf jeden Fall immer so in den Fokus nehmen, den Volvo. Ja, gefällt mir sehr gut, dass wir hier auch Spezialtransport fahren können. Das werden wir definitiv dann auch irgendwann mal machen, wenn noch ein neues Update kommt für das Fahrzeug und neue Lichtsysteme da sind mit den Rundumleuchten, dass die wieder funktionieren, die Standard, nicht die Standardlampen, sondern die gemoddeten Lichtsysteme ist natürlich ein Muss, wenn wir Spezialtransport fahren, ne? Aber ich denke mal, das werden wir irgendwann schon mal hinkriegen. Ah, hier überall Fahrzeuge, LKWs. Ach, herrlich. Weil ich ja immer wieder gefragt werde, ich habe meinen Traffic auf 3 gestellt. Das finde ich ausreichend. Nicht auf 1, sondern auf 3, auch nicht zu viel. Ich will ja auch fahren und
gerade wenn man dann doch irgendwo mal eine Möglichkeit ist, weil die KI, gerade umso höher man das stellt, umso anfälliger ist sie natürlich für Fehler. Gerade bei Ausfahrten oder Auffahrten auf Autobahnen. Deswegen, was ist denn das jetzt eigentlich? Also dieses Brückenaquädukt. Das ist einfach, um zu zeigen, höher darfst du nicht sein. Eigentlich Blödsinn, ne? Ja. Naja, egal. Schön ist es trotzdem, dass wir hier auf ganz entspannt hier langkursen. Oh, schön beladen hier. Ja, fahr mal rüber. Fahr einfach mal rüber, mein Freund. Ah, viele unterschiedliche Autos, ne? Ich finde das schön. Ich muss wirklich sagen, ich liebe es, wenn hier solche KI-Mods hier drin sind und wenn nur das Auto ein bisschen geupdatet oder geändert wurde. Schön mit dem VW-Zeichen oder Audi oder BMW, Mercedes, oder was weiß ich. Also halt die Zeichen drin sind, ne? Das muss einfach so sein. Ja. Geht so. Oder auf der anderen Seite auch wieder hier. Uiuiuiui, was denn da schon wieder? Ein Lambo wurde angehalten. Drei Polizeifahrzeuge, ein weiteres kam zur Unfallstelle. Also nächste Woche wird es ja dann auch nochmal spannend, ne? Nächste Woche soll ja dann am 18. Donnerstag, da werden wir wahrscheinlich dann nochmal einen Livestream machen. Und zwar werden wir dann gucken, wie Notruf 112 geht, ne? Notruf 2. Jetzt müssen wir mal schauen, ey. Wo würde er uns jetzt hinführen? Er würde uns jetzt... Ach, Heidi. Er würde jetzt uns hier unten lang führen. Also, das ist ja wohl die Harte. Was ist hier passiert? Verdammte Ladungssicherung, ey. Das ist doch immer wieder das Gleiche mit den Leuten. Ja, Maximus verursacht erstmal hier wieder einen Stau, ne? Hier erstmal haben wir... Oh, hier. Dieses Polizeifahrzeug, ey. Dieser Kia. Sieht ja schon mal echt lustig aus, oder? Ja, ich würde sagen... So fahrt ihr nicht. Warum fahrt ihr nicht? Ich würde mal sagen, da ist ja wirklich jetzt ein Stau entstanden, ne? Wie lange wollen wir jetzt noch warten? Also ich denke mal, ich werde jetzt... Das Problem ist, dass ich gar nicht mehr zurücksetzen kann. Wieso warten die jetzt alle? Ja, guck dir an. Ja. Gut. Hier so sowas, warum macht man nicht so eine LKWs noch rein, ne? Das wäre doch... Aber schön, dass die jetzt immer die Warnblinkanlage anmachen, ne? Also einige Fahrzeuge. Hier haben wir noch wieder so ein Fahrzeug, was noch nicht geupdatet wurde. Aber okay. Oh ja. Oh, dann habe ich jetzt erstmal hier einen Stau verursacht. Naja. Dann ist das erstmal so. Dann müssen wir damit leben. Aber warte mal, wie weit ist denn der Stau? Wie lange baut er sich auf? Er baut sich immer mehr auf. Guck an. Hier ist nochmal der Polizeieinsatz. Ja klar. Der Kia, die mit dem Kia halten auf jeden Fall alle auf. Ja. Okay. Okay, naja. Gut, dann haben wir hier erstmal unseren Stau. Wir werden mit unseren LKW... mal hier rumfahren. Oh, hier, wie das Polizeifahrzeug da steht, ey, herrlich. Mag ja solche Sachen. Ja, wenn jetzt hier zum Beispiel hier dieses Blaulicht und das alles, was sind da hinter uns? Ja, wenn da so viel Fahrzeugsachen sind, Details, das finde ich einfach immer nur sehr stark, ey. Ah, läuft. Okay. So, Ziegelsteine sind auf jeden Fall sehr wichtiges Gut in der heutigen Zeit. Deswegen werden wir da jetzt auch mal langfahren.
Ladungssicherung. Ja, versagt. Wo sind denn eigentlich die Feuerwehrfahrzeuge? Oh. Hab da nicht gesehen. War ja auf der anderen Seite, da könntet ihr ja nicht sehen. Ah. Ach nee. Nur Ärger. Bin ja gespannt, wie denn der Season Mod denn wieder funktioniert. Oder ob er überhaupt denn erstmal funktioniert. Mit dem Lichtsystem, ob das dann ohne große Komplikationen umzusetzen ist. Aber mal schauen. Ah, Edeltraut. So, wo sind wir? Hier ist ja schon wieder was. Was ist denn hier los, Bengels? Ah. Okay. War mir jetzt nicht ganz bewusst, dass hier der Polizeifahrzeug auf der anderen Seite steht. Aber wir müssen ja aufpassen. Naja, knapp 50 Liter verbrauche ich. Alles im Rahmen. Also, ich werde auf jeden Fall der richtige Held werden bei der Spritfahr-Challenge. Ja. Die wird sich auf jeden Fall noch ein bisschen nach hinten verschieben, ne? Wenn wir erst gegen August das Iberia-DLC bekommen. Wie gesagt, da wollen wir uns dann erstmal unsere Strecke raussuchen. Oh. Es sei denn, dass hier durch ein Update wieder ein bisschen mehr Assets irgendwie auf die Map gepackt wurden. Schön, der Kran hier, ne? Herrlich. Also, ich liebe diese Region hier. Ja, ich mag dieses DLC, Route to the Black Sea. Ist einfach eine atemberaubende, mit vielen, vielen schönen ja, Assets gespickte Map-Erweiterung. Ja, genau. Ich glaube, ein Großteil der Leute, die das hier auch haben, fahren hier sehr, sehr gerne. Mal als Abwechslung zu den ganz normalen Autobahnen. Ich war doch schon dabei, langsamer zu fahren, mein Freund Blase. Ja, ich fahre doch schon sehr, sehr vorsichtig, also muss ich ja sagen. Also, aber sonst. Boah, hier schön über die riesengroßen Brücken, ey. Oh. Schön in die Ferne gucken. Ah, oh, geht schon. Gar nicht so bewusst hier. Schon Ewigkeiten wahrscheinlich lang gefahren. Ja, ich bin hier auf meinem Mod-Profil oben, nicht auf mein Standard-Kartenprofil, sondern auf meinem Mod-Profil. Ich nehme jetzt momentan zwei, um dann halt irgendwie für den Livestream was vorzubereiten. Dann habe ich ja noch mein Multiplayer-Profil. Das hat mir auf jeden Fall eine ganze Menge Arbeit manchmal erleichtert. Aber es bedeutet natürlich, dass ich den ein oder anderen Fortschritt das erste Mal nicht erreichen kann, so wie 100% Map fahren. Ja, das ist halt manchmal nicht so drin. Ne? Oh. Schön. Ja, ich glaube, hier war ich schon mal. Oh, wir müssen ab hier. Langsam hier. Ja, gut. Dass wir hier unseren Anhänger noch irgendwie an irgendeiner Laterne hängen bleiben, das wäre natürlich nicht gerade quicken zu schauen. Aber hier, was? Schon ein bisschen weiter ausholen, ne? Das merkt man schon. Okay, Freunde. Die letzten Kilometer sind nun angebrochen. Yes. Schnell darf ich fahren. 80. Boah, dann fahren wir doch mal 80. So, wahrscheinlich gleich wieder irgendwas kommen. Hm. Ach, ich fahre ich jetzt erstmal wieder über die Grenze? Oh, nee. Schon wieder Grenzübergang. Oh,
was willst du machen? Du Grenze musst, der Chef sagt, pass auf, du musst jetzt hier rüber. Ja, machst du das halt. Ich hoffe, dass ich meine Papiere richtig dabei habe. Außerdem bin ich ja ein bisschen schusselig und dann vergesse ich die Hälfte. Dann sage ich einfach, die Frau ist dran schuld, die hätte die Sachen packen müssen. Stehen sie schon und beobachten mich. Aber dass ich hier oben reinfahren kann. Ich will das ja nicht. Ich habe ja das alles ausgeschalten. Ja, ja, geht schon. Da ist das X. So. Papiere werden geprüft. Bitte fahren Sie noch ein wenig nach vorne. Ah, machen wir. Und ja, alles in Ordnung. Siehste, gute Fahrt. Es gelingt. Boah. Ich finde ja wirklich die Brücke, das ist einfach richtiges Highlight hier. Sehr, sehr hübsch. So. Einmal Tutti. Die Folge, die am Donnerstag kommt, die habe ich ja schon abgedreht. Da bin ich wirklich von einem Thema zum anderen Thema, komme ich da. Schrecklich. Manchmal ist es, wenn man so mal 2-3 Tage mal Ruhe hatte, also viel Ruhe hatte ich noch nie, aber vom Euro-Truck-Simulator schon lange her. Und da ist man dann wieder ganz anders motiviert, ne? Und da quatsche ich wirklich wie so ein Wasserfall. Los, ey, warum fährt denn hier so langsam? Ey, was ist denn los, Mensch? Ach, 40 darfst du nur fahren. Ach so. Aha. Siehst du, wie viele Tonnen haben wir denn eigentlich jetzt geladen? 20 Tonnen Ziegelsteine. Das ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer. Es ist jetzt nur der Anhänger. Man müsste eigentlich noch das Gewicht von der... vom LKW, wo die Ziegel sind, aber das wird ja nicht mitberechnet. Das ist einfach nur ja, irgendwelche Darstellungen. Das ist ja auch, naja, nicht ganz die Größe, aber dann wären wir bestimmt, dass 20 Tonnen sind. Das andere ist, boah, die Hälfte. Schon bei 30 Tonnen. Mal sehen, was er jetzt hier rechnet. Ich bin mal gespannt. Wenn wir jetzt hier rüberfahren, dann fahren wir hier lang. Mal sehen, was er sagt hier, wenn wir über die Waage rollen. 42 Tonnen, oh Gott. Überladen. 42 Tonnen, das ist ja echt schon eine richtige Hausnummer, ne? Ich glaube... würde es definitiv Ärger geben, oder? Was sagt ihr? Als Trucker. Wenn die mich jetzt anhalten und sagen, oh, du hast ja 42 Tonnen, das sind 2 Tonnen drüber. Ich glaube, da gibt es dann irgendwo noch ein bisschen Toleranz. Aber das ist, würde ich jetzt mal zu meinem Empfinden sagen, definitiv zu viel, ne? Na gut. Den Leuten interessiert es ja nicht. Dann fahr einfach. Oh, da hast du wieder so eine Sumpfnase. Die kommt nicht aus dem Knick. Los. Oh, habt ihr gehört, wie das halt? Locker, ey. Als wenn wir nichts anderes machen würden. Den ganzen Tag nur so LKW fahren. Aber ich muss wirklich sagen, heute fahre ich wirklich schon vorsichtig, ne? Schön auf entspannt. Ich überlege, wie entspannt ich denn wieder die Videos bearbeiten muss. Oh Gott. Hilfe. Hier war ich doch erst.
Oh, die Feuerwehr lässt mich vor. Super. Ja, grüß dich. Ja, das sind halt richtige Kameraden, ne? Die wissen noch, was Respekt bedeutet. Die Leute von der Feuerwehr. Wie lange habe ich eigentlich Edeltraut hier schon am Start? Das ist ja schon fast wie eine Ehe. Ich wollte sie eigentlich immer wieder mal austauschen. Oh ja, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Sonntag und Sonntag ist Ruhetag. Ja. Aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen. Sie versteht mich, sie weiß, wie ich bin und ich glaube, da braucht man sich nicht mal wieder auf was Neues einlassen, ne? Dann macht man halt das mit. Oh, ah, guck mal, hier ist sogar ein Arteon. Also dieser Passat-CC-Verschnitt hier. Oh Mann, jetzt habe ich die Abfahrt verpasst. Jetzt mache ich einen Kreisverkehr. Oh, Alter, wirklich, ich bin auch wieder hier Trottel. So, lass mal den Papa hier nochmal langfahren. Ich dachte, ich muss mal anders raus. Wenn wir mal gleich mal so einen Kreisverkehr-Test machen können. Wie schnell kann man denn im Kreisverkehr mit einem LKW fahren? Boah, das wäre ja was gewesen. Oh. Die letzten Kilometer. Ja, und ich weiß, der ein oder andere möchte, dass ich ihn einpacke, aber könnt ihr abhaken. Könnt ihr echt abhaken. Dafür habe ich jetzt echt keinen Nerv. Oh, hier der Passat 3BG. Ach, hätte ein Kombi sein müssen, dann wäre noch schöner. Darf ich überhaupt 80 fahren? Ja. Das kommt mir jetzt auf jeden Fall so schnell vor, weil wahrscheinlich, weil ich so langsam war die ganze Zeit. Bremsen. Warum? Weil ich immer das Glück habe, dass irgendwo in der Nähe eine Polizei ist. Meistens ist es hinter mir. Ich krieg nichts mit. Und dann knallt es. Also so schnell, wie ich jetzt gerade eben um die Kurve gefahren bin. Tja, so schnell wird wahrscheinlich ein LKW-Fahrer nicht um die Kurve fahren. Der guckt dann halt nochmal. Hier ist er nicht einsehbar. Siehst du? Es war nicht einsehbar. Und dann fährt er halt rum. Ja, ruckzuck ist man dann dran. Hinter mir war schon wieder Polizei. Siehst du, sag ich doch. Ach, herrlich. Das ist doch wieder ein schöner LKW. Ja, man muss auch ab und zu mal so ein Volvo wieder nehmen. Und da mal eine Runde drehen. Oh, das war ja mein Auto. Oh Gott, das war ein schlechtes Omen. Das war jetzt ein schlechtes Omen. Hoffentlich baue ich keinen Unfall. Dreimal schwarze Katze. Sagt man das? Es gibt ja wirklich welche, die sind so ein bisschen abergläubisch. Ja. Muss ich auch sagen, also wenn ich früher in der Schule war und wusste nicht, was ich für Zensuren und ich war nicht ganz so sicher, ob es eine gute oder schlechte Zensur war. Alles, was ich gelesen oder gezählt habe, kam 6 raus. Dumm. Das ist schon mit Absicht irgendwie so gemacht. Irgendwie kam immer 6 raus. Normalerweise hat es auch manchmal gestimmt. Bis ich dann kapiert habe, dass man vielleicht doch lernen sollte, dann war die Schule vorbei. Ja, so ist es manchmal. Deswegen fang lieber ein bisschen vorher an mit Lernen. So. Kommt nix. Ich muss hier rein. Hier ist, ja, wir müssen hinten hin. Siehst du? Oh, hier war's doch. Siehst du? Hier. Ich wollte schon weiterfahren.
Okay, wo wäre das da hinten? Okay. Okay. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine schöne, entspannte Tour mit Ziegelsteinen. Ja, einen kleinen Stau haben wir verursacht. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr morgen wieder am Start seid, wenn wir Livestream machen und wieder über alles reden, worauf ihr Bock habt. Aber ich mache erstmal einen Fisch. Wünsche allen noch einen schönen Abend. Vielleicht gibt es noch mal ein Video heute. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir warten ab. Dann haut rein, macht's gut. Bye bye.